Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einem kurzen Video und zwar wurde ich nominiert von der lieben Michaela von Nadelsucht für die Sommerloch-Challenge und ich habe mir überlegt, was mache ich, weil es sollte ja auch ein altes, schon länger nicht mehr beachtetes Objekt sein und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja mal wieder an meiner Himmelstreppe painten, die nur aus Strasssteinen besteht und auch gleichzeitig beendet werden möchte für mein Bingo. Ich zeige euch mal hier das Motiv. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, wie es dann vollständig aussehen soll. Ihr könnt es sehen. Genau. Und das Motiv hat die Größe. Ich will es nicht lügen. Ich meine, das wäre. Wartet. So. Metten wir das mal aus. Also Leinwandgröße. 82, das Motiv ist aber 75 cm lang und hat eine Breite von, nehmen wir gleich mal die Motivbreite, von 50. Also 75 mal 50 und das ist so eine ganz, ganz, also relativ weiche Leinwand, die auch hier so ein bisschen abgesteckt ist. Das Ganze ist von Picmondo und war damals eine Sonderedition. Und ich wollte mal ein reines Strassbild machen. Und bezüglich der Sommer-Challenge habe ich mir hier schon vor einiger Zeit dieses Raster hier vorgefertigt. Das sind, ich glaube, bis auf diese kleine Ecke. Das sind also jeweils 100er und das heißt, wenn es heißt 2500 Steinchen, dann wären das 25 Felder. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Also das sind jetzt die, die leer sind. Ich würde es aber komplett machen. Und dann fehlt mir tatsächlich nur noch, würde ich sagen, vielleicht so 3, 6, 9, ungefähr noch so 10.000, 12.000 Steinchen hier oben. Dann wäre das ganze Motiv auch fertig und mein Bingo wäre erfüllt. Also dann werde ich den Startschuss ab heute geben. Wir haben heute den 12. August und ich habe 14 Tage Zeit. Dann wäre das bis zum 26. August, müsste ich dann fertig sein. Das könnte ich schaffen, wahrscheinlich sogar schon früher. Und ich freue mich drauf, dann auch jemanden zu nominieren. Also ihr Lieben, dann dürft ihr mal gespannt sein, ob ich das schaffe. Ich bin ja nicht immer hier, bin ja auch viel bei meinen Eltern, aber ich schaue mal, dass ich das hinbekomme und es freut mich sehr, dass ich nominiert wurde und ich nehme es sehr, sehr gerne an und ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt gesund, ihr Lieben, und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Bis bald, eure Sabrina.